Vor einigen Monaten stand ich wirklich in einer ganz krassen Herausforderung. Und die ließ sich nicht mit einem Gebet oder mit einmal in einem Gottesdienst oder mit Fasten mal kurz oder irgend in dieser Weise lösen. Sondern diese bedrängende Situation, die hielt wirklich über Wochen an. Und ich war so erschöpft, dass ich wirklich nur noch das Bedürfnis hatte, in Ruhe zu kommen, im Bett zu liegen und zu schlafen. Trotzdem hatten wir in dieser Zeit eine Konferenz besuchen wollen und ich war wirklich am Ende meiner Kraft. Und so habe ich gesagt, okay, sag mir, wann ich einsteigen soll, sag mir, wann ich aussteigen soll, ich werde das alles machen. Wir kamen zu dieser Konferenz und der Sprecher, der dort war, war anders, als ich es erwartet hatte. Ich hatte jetzt eine auferbauende Predigt zumindest erwartet, aber er sagte nur immer in dieser ersten, an dem ersten Abend, trink, trink vom Heiligen Geist, trink. Und ich fand das am Anfang so nichtssagend, so schwierig für mich zu greifen. Und trotzdem hörte ich immer wieder diese Aufforderung, trink vom Heiligen Geist, trink. Nimm das, was er dir jetzt geben will. Und so habe ich dann auch mein Herz aufgemacht und habe diese Botschaft angenommen. Und es war für mich, als würde Öl in mein Herz tropfen. Als würde der Herr selbst eine Salbe auf meine inneren Wunden streichen. Als würde er selbst mit einer übernatürlichen Kraft kommen und der Heilige Geist diente mir. Nach und nach, nicht gleich am ersten Abend, nicht gleich am nächsten Tag, aber im Lauf des nächsten Tages merkte ich, wie dieses Wort Gottes mir gut tat, wie dieses Wort, wo der Heilige Geist gesagt hat, trink von mir, nimm meine Kraft, nimm meine Stärke, nimm meine Autorität in dein Leben, wo das kam und ich bereit war, das aufzunehmen, so verwandelte sich in mir meine innere Haltung. Ich spürte, wie ich immer mehr zu Kraft kam, immer mehr ermutigt war, immer mehr erfrischt war. Und ich konnte aus diesem Tag rausgehen in der Kraft des Geistes. Es war wirklich eine Kraft, die übernatürlich der Herr mir schenkte. Natürlich hat sich die Situation, in der ich war, dieser Stress, diese Bedrängnis, diese Not einfach, die da war, nicht sofort und auch nicht nach diesem Konferenzwochenende geändert. Aber nach und nach änderte sich die Situation. Ich hatte aber einen anderen Stand. Ich war gekräftigt in meinem inneren Menschen. Und das habe ich mitgenommen in die Wochen danach. Ich war nicht mehr so am Ende und so entkräftet wie vorher, sondern dieses, trink vom Heiligen Geist. Lass dich mit dem Wort Gottes beschenken. Lass dich durch das Wort Gottes aufrichten. Das Wort Gottes hat Kraft in sich, dein Leben, deine Situation, dein Denken, deinen ganzen Menschen, auch deinen Körper zu kräftigen und dich neu aufzubauen, damit du wieder in die Situationen hineingehen kannst. Ich bin so dankbar, dass der Herr mir immer wieder solche Ermutigungen schenkt. Und das ist heute meine Ermutigung auch für dich. Lass diesen Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Nimm das, wenn er sagt, trink, trink von mir, trink von meinem Heiligen Geist. Dann meint er, nimm mein Wort. Mein Wort hat Kraft. Mein Wort kann dich tragen, mein Wort kann dich stärken, mein Wort segne dich und es hilft dir, durch die Situationen hindurchzugehen. Gott hat mehr für dich.